Ja, der weißrussische Präsident spricht die Wahrheit aus. Die Welt befindet sich in einer Corona-Psychose. Ja, das ist natürlich vollkommen richtig, nur gleich werde ich ja noch erklären, was da wirklich abläuft. Ne? Werden wir gleich nochmal erklären. Aber erst noch so ein paar Bemerkungen. Also es wird berichtet, Krankenhaushäuser werden überschwemmt von Leichtkranken. Ja, also die Krankenhäuser werden verstopft von Leuten, die eigentlich gar keine Hilfe bräuchten und besser sich hüten sollten vor dem Krankenhaus. Aber wenn ein Staat halt so eine Panik macht, dann kommt es eben dazu, dass sich Leichtkranke in Krankenhäuser reindrängen sozusagen und dort natürlich sich der Riesengefahr von Krankenhauszusatzinfektionen, von Killerkeimen aussetzen. Und dadurch natürlich, allein dadurch kann ja schon mal die Sterberate hochgehen, ja, dann sozusagen. Ja, also ja, der Ansturm der leichten Fälle überrennt die Krankenhäuser. Dann haben wir hier den Professor Stefan Hockerts, also einen offensichtlich sehr fähigen Mann. Das Video kann ich durchaus empfehlen. Einfach mal bei YouTube gucken. Professor Stefan Hockerts, so wie es in der Überschrift geschrieben ist. Er sozusagen, ja, er sagt, ja, Krankenhauskeime töten. Ja, also ein Krankenhaus ist heutzutage eine richtig gefährliche Angelegenheit. Ja, da hat er recht, ja. Dann generell haben wir es also mit einer Expertenhörigkeit zu tun. Also zurzeit regiert also die Medizin-Pharma-Industrie regiert gerade Deutschlands, ja. Und natürlich wird es richtig klar. Der entscheidende Wissensmangel auch bei den Journalisten ist der statistische Wissensmangel. Und auch bei der Medizin habe ich ja schon immer festgestellt, dass auch schon im Studium festgestellt, dass also ein enormer Mangel im Bereich Statistik und wissenschaftliche Methodenlehre ja bei Medizinern fast schon chronisch ist. Ja. Und ja, also nochmal der Spruch. Die medizinische, pharmazeutische Industrie regiert Deutschland. Sie regiert in die ta eigenen Taschen hinein. Das ist die soziale Marktwirtschaft. Ja? Nochmal ganz kurz erläutern hier. Deswegen gleich kommen wir ja zu Sarah Wagenknecht, die also auf das Ganze auch reinfällt. Sie ist also mittlerweile sozusagen zur Freundin des Kapitalismus geworden. Also schauen wir uns die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus mal richtig an. Also ganz kurz gesagt, hier ist der erste Schamane und Heiler der Evolutionsgeschichte. Und der sagt, Leute, und der glaubt noch an die Wahrheit und ist noch wahrheitsorientiert. Und sagt, Leute, ihr müsst weiter so leben wie bisher. Ihr dürft auf keinen Fall diesen neumodischen, künstlichen Essenskram essen. Ihr müsst Natur belassen, viel Früchte, viel Gemüse, Wildkräuter, Nüsse und so weiter. Also alles, was Natur ist, weiter essen. Dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich so selten wie möglich. Naja, und der verdient dann halt auch nicht viel. Der macht nicht viel Umsatz als Schamane. Dann kommt aber irgendwann vielleicht der hunderttausendste Schamane, irrt sich plötzlich. Und sozusagen Mutation und Selektion, alles variiert im Universum. Ne? Mutieren, das haben auch die Leute hoffentlich jetzt langsam begriffen, dass auch Viren natürlich ständig mutieren. Denn alles, was mit DNS, RNS zu tun hat, ist auf Mutation angelegt, auf Ungleichheitsgeneration angelegt. Und so entsteht natürlich in den Rahmenbedingungen der sozialen Marktwirtschaft, des Kapitalismus, sozusagen der sozialen Marktwirtschaft, des Dr. Markus Krall, die er so verherrlicht und idealisiert, da entsteht automatisch jemand, der sich irrt. Und dieser Arzt, sozusagen, dieser Heiler, irrt sich und sagt, nein, ihr könnt das Ganze
den ganzen Chemie-Sondermüll der Lebensmittelindustrie unbedenklich essen, das macht euch nicht krank, ihr werdet krank durch allmächtige Viren und Bakterien und ihr braucht von uns also möglichst aggressive Chemotherapeutika und Impfungen und Tests und alles, kauft, nur kauft und so weiter. Ja, und die Leute lassen sich natürlich, die Leute, die er berät sozusagen, die bleiben chronisch krank, weil die die Ursachen nicht angehen, ja. Also die zum Beispiel die krankmachende Ernährung, den krankmachenden unnatürlichen Lebensstil und so weiter, all das nicht angehen und dadurch verdient er natürlich unendlich viel, weil die Leute ja immer wieder ihn brauchen sozusagen, immer wieder zu ihm gehen sozusagen, weil er ja auch jedes Mal dann sagt, ja, jetzt haben Sie eine neue Krankheit. In Wirklichkeit ist es ja nur ein neues Symptom als Folge der krankmachenden Ernährung. Aber er sagt jedes Mal, ja, das ist jetzt eine ganz neue Krankheit, ne? Und das ist jetzt halt so. Und da müssen wir jetzt wieder behandeln und so weiter. Ja? Und dann so jemand kann halt, hier der wahrheitsorientierte Arzt kann in der sozialen Marktwirtschaft nichts werden. Seine Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder nagen am Hungertuch und machen irgendwann ihre Praxis zu, weil sie nichts verdienen. Aber der hier, der kann schon gleich zwei Kinder ernähren und hier die nächste Generation, hier werden schon mal gleich drei Kinder ernährt und dann entsteht eine ganze Familiendynastie von Medizinprofessoren, die alle ihre Irrtümer lehren. Ja? Also ihr könnt ruhig den ganzen Chemie-Sondermüll der Supermärkte essen, ja. Und durch diesen Irrtum sozusagen werden die Leute dazu verleitet, immer chronisch krank zu bleiben. Also, und daran verdient diese ganze Medizindynastie fürstlich. Ja, und das heißt also, und jetzt ist es eben so, dass weil unsere Politiker das nicht erkennen, dass so die soziale Marktwirtschaft funktioniert und alles uns alle schädigt, glauben sie blind und vertrauen blind den Experten, weisen also eine Expertenhörigkeit auf und lassen die Experten quasi Deutschland regieren. Ja, und das ist natürlich klar, dass die sozusagen das Geld in die Taschen der pharmazeutischen und medizinischen Industrie und der Ärzteschaft hinein regieren, ist doch klar. Ne? Das, und Sarah Wagenknecht also hat sich jetzt, da gab es jetzt, sind mehrere Videos veröffentlicht worden, also Kritik daran, dass sie jetzt ja sozusagen unter die Erzkapitalisten gegangen ist, ja. Ja, ne, das Wesentliche ist, dass sie einfach auch jedes Märchen zu Corona einfach glaubt. Sie ist also auch Opfer der sozialen Marktwirtschaft. Das ist halt bei diesen ganzen Linken, die denken, Marx sei eine richtige Kritik am Kapitalismus. Dabei ist das eine oberflächliche Dünnbierkritik von Karl Marx gewesen. Die richtige Kritik haben eben nur die zweiten Scientists for Future 2 und nur die sind halt in der Lage, hier rauszuarbeiten, hier die naturwissenschaftliche Beweisführung, dass also im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft das Entscheidende ist, dass gewinnbringende Irrtümer sich durchsetzen und die ganze Bevölkerung einer Gehirnwäsche mit Irrtümern unterziehen und die ganze Bevölkerung versklaven, einschließlich auch der Milliardärskönige. Finanziell gewinnen quasi einzelne Milliardärskönige, die also Großaktionäre der Pharma- und Medizinindustrie, aber alle anderen Milliardärskönige werden auch geschädigt, ihr Leben wird auch radikal verkürzt von 127 Jahren natürlicher Lebenserwartung auf 87 bis auf 80 runter und so weiter. Dann ihre Lebensqualität wird drastisch reduziert und ihr Lebensglück, ihre Gesundheit wird drastisch reduziert. Die meisten sind ja schon mit 47 chronisch krank, also 80 Jahre vom natürlichen Sterbealter hat uns unsere Medizinindustrie und Lebensmittelindustrie und all das krankmachende Kapitalistische dann schon zerstört, ne? Zu Wracks gemacht, ne?
Ja, und das ist halt das Dilemma. Und Sarah Wagenknecht, ja, wie gesagt, versteht das Ganze nicht, ist also auch Opfer, weil sie eben auch nicht begreift, dass der Kapitalismus, diese soziale Marktwirtschaft viel schlimmer ist, als sie denkt. Sie ist also auf Abwägen, Abwägen der Kapitalismusverliebtheit, ne? Ja, dann noch ein anderes Thema, sozusagen, ja. Nochmal zum Thema, manche stört es ja vielleicht, dass ich hier manchmal schon gesagt habe, ja, wir müssen also, wenn wir Europa retten wollen und verhindern wollen, dass wir alle bald wie die Afrikaner da von 2 € am Tag leben müssen, sozusagen alle, ja, sozusagen. Dazu müssen wir, da gibt es so ein schönes Fernsehsendung, gab es so mit einer Comedian, die so gesagt hat, Leute, ja, also, ja, ihr müsst ja weiterarbeiten und seid weiterhin so fleißig und deutsch, denn schließlich, wie sollen wir sonst von Hartz IV leben, wenn ihr uns nicht durchfüttert? Ihr müsst uns doch ernähren und so weiter. Ja, also das war so comedy-mäßig gemacht, aber da ist viel Wahres dran, ja. Also eigentlich sollte auch jeder, der selbst also zum Beispiel keine hohe berufliche Qualifikation hat und selber auch auf viele staatlichen Hilfen angewiesen ist, das muss sich immer klar sein. Ja, er verhungert ja dann, also der Hartz-IV-Empfänger verhungert ja dann, wenn es die hier nicht mehr gibt, wenn die zu wenig werden, die das Ganze erwirtschaften und produzieren, was er essen will, ja, also oder diese Leute hier essen wollen. Also deswegen müssten die eigentlich auch sagen, ja, wir müssen dafür sorgen, dass wir eben so wenig Kinder wie möglich bekommen, denn sonst haben wir nur noch lauter Leute, die essen wollen, aber niemanden, der das Essen herstellt, ne? Und erntet und so weiter, ja. Und sät und erntet. Und deswegen müssen wir hier allein, damit die Hartz-IV-Empfänger nicht verhungern, müssen halt sehr viele Kinder hier von den beruflich Hochqualifizierten geboren werden. Und die sollen dann auch wieder fleißig arbeiten, damit die hier wieder essen können. Ja? Und deswegen ist eigentlich auch logisch, dass das auch sozusagen der ärmere Teil der Bevölkerung eigentlich selbst ein ganz klares Interesse daran haben sollte, so wenig Kinder wie möglich zu haben und dafür mitzuhelfen, dass eben diese Leute hier, die Hochqualifizierten, möglichst viele Kinder haben, denn sonst verhungern die. Denn wenn wir uns Afrika nähern, dann werden die Leute, die gar nichts können, die werden einfach nur verhungern. Ja, das ist ja. Denn in Afrika, die Leute, die von 2 € am Tag leben, die leben da ja nur, weil sie zu irgendwas können, ja. Und da die hier ja nichts können, würden die dann verhungern. Also deswegen, also für alle Sozialromantiker oder so, also eigentlich muss es im zentralen Interesse sozusagen der sozial Schwächeren sein, möglichst selber so wenig Kinder wie möglich zu bekommen, und die Kompetenten und Fähigen, die müssen so viel wie möglich Kinder bekommen, sonst verhungern die irgendwann, ne, sozusagen. Ja, das soweit für jetzt. Also nochmal zurück zu unserem Corona-Bildchen. Also, der Wahnsinn tobt, die Wahrheit gibt es leider ja nur bei den zweiten Scientists for Future 2. Und ja, ansonsten tobt einfach nur Irrtum. Und Irrtum ist der Wesenskern des Kapitalismus. Und Irrtum und Unwahrheit sind der Wesenskern der sozialen Marktwirtschaft, weswegen die ja beendet werden muss. Tschüssi.